Die TSG Sportgala auf RTF 1 wird Ihnen präsentiert von der Paul Horn GmbH. Turnen, Tanz und Akrobatik. Wenn die TSG Tübingen zu ihrer Sportgala einlädt, dann erwartet die Besucher immer ein abwechslungsreiches und spektakuläres Programm. Auf der einen Seite können die verschiedenen Abteilungen der TSG einem größeren Publikum einmal zeigen, was sie alles drauf haben. Auf der anderen Seite zeigen von der TSG engagierte Profiartisten ihre Show. Und auch andere Vereine, gerade in der Sportakrobatik, kommen zum Zug. Die TSG Sportgala ist und bleibt ein buntes Kaleidoskop des Sports. Ein Einblick in das, was Menschen alles mit ihrem Körper machen können. Den Anfang macht wie immer der TSG-eigene Nachwuchs. Die Turnkids können ihren Eltern, Freunden und Verwandten zeigen, was sie im Training so alles gelernt haben. Ungefähr 100 Kinder eröffnen die Gala, die jüngsten sind gerade mal 4 Jahre alt. Nach den Turnkids erscheint der Moderator, und das ist wörtlich zu nehmen. Zauberer und Illusionist Julius Frack liebt den großen Auftritt mit viel Nebel. Der soll verbergen, wie Frack es schafft, plötzlich auf dem Podest in der Mitte zu erscheinen. Es folgen die Kunstturnerinnen der TSG Tübingen. Und auch für sie ist die TSG Turngala eine gute Gelegenheit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Sprunggewaltig zeigen sich die Turnerinnen mit Flickflacks und Salti auf dem Airtrack, getreu dem Motto der Sportgala: energiegeladen, elektrisierend, einzigartig. Sie ist neu im Programm, die TSG-Abteilung Luftartistik. Und sie führt für die staunenden Zuschauer ein Ballett der Lüfte auf. Stoff und Mensch werden eins, wenn die Artistinnen schwebend in der Luft kunstvolle Figuren malen. Die meisten schaffen es noch nicht mal, sich auf einer Slackline längere Zeit zu halten und darauf zu balancieren. Was dieser Mann von 1-2-2 schafft, ist daher ganz große Kunst. Nur 5 cm ist das Band breit, solche Kunststücke erfordern da schon extreme Körperbeherrschung. Marina Skulditskaya aus Stuttgart ist ein wahres Multitalent, was Artistik angeht. Hier zeigt sie Handstand-Akrobatik. Dabei ist die Kunst, den Körper zu verbiegen und trotzdem in der Balance zu halten. Seit Anfang an jedes Jahr dabei und aus der TSG Sportgala nicht wegzudenken, die TSG Company, die Jazz-Tanzgruppe des Vereins. Unter der Leitung von Christiane Selig haben sich die Tänzerinnen auch in diesem Jahr eine energiegeladene Choreografie erarbeitet.
Benno und Max sind eigentlich Stand-up-Comedians, kommen aber von der Artistik und waren immerhin auch schon Diabolo-Weltmeister und das zeigen sie auch. Doch das ist noch nicht alles. Benno und Max jonglieren auch mit scharfen Messern und ziehen sich dabei aus. Etwas Spektakuläres kündigt sich an. Das sieht man an den extravaganten Kostümen. Die Künstler dieses Mirror Future Acts wirken wie tanzende Disco-Kugeln. Und die Zuschauer fragen sich, ob in den Glitzerkostümen jetzt Männer oder Frauen stecken. So oder so, eine ungewöhnliche Performance ist es auf jeden Fall. Und das Motto der Gala, energiegeladen, elektrisierend, einzigartig, trifft auf diesen Show-Act voll zu. Ebenfalls sehr energiegeladen ist das Showteam Blues Brothers, das Publikum in die Pause verabschiedet. Dahinter verbirgt sich die DTB-Showgruppe des TV Ludwigshafen. Sportakrobatik meets Show. Mit diesem Bild geht es in die Pause und dann in die zweite Hälfte der Gala. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Nach der Pause kommt die rhythmische Sportgymnastik zum Zug. Die Gymnastinnen zeigen Wettkampfübungen, aber auch ein speziell choreografiertes Programm. Thank you.
Marina Skulditz-Kaya ist wieder da. Wir erinnern uns, sie war die Handstand-Akrobatin. Und jetzt ist sie in einem völlig anderen Akrobatik-Genre zu sehen, Hula Hoop. Die Tanzgruppe Schleudergang oder Schleudergang ist inzwischen bei der TSG Sportgala eine alte Bekannte. Die Tübinger Truppe hat sich vor 16 Jahren anlässlich des Frankfurter Turnfests gegründet. Doch dieses Alter ist im Ensemble nicht anzusehen. Schleudergang präsentiert sich frisch, jung und spritzig, aber inzwischen auch sehr erfahren. Benno und Max sind wieder da und sie präsentieren die Jonglagenummer, mit der sie Diabolo-Weltmeister geworden sind. Auch die DTB-Showgruppe des TV Ludwigshafen kommt noch mal ein zweites Mal. Und diesmal zeigen sie den Wettkampfbeitrag, mit dem sie sowohl beim europäischen Wettbewerb als auch bei der Weltmeisterschaft die Goldmedaille gewonnen haben. Kontorsionistik oder Contortion, das ist die Kunst, den Körper in unmögliche Positionen zu verbiegen. Kontorsionisten kennt man auch als Schlangenmenschen. Juma ist so ein Kontorsionist. Durch jahrelanges Training hat sein Körper eine extreme Biegsamkeit erreicht, vor allem im Bereich der Schultern. Die lebenden Disco-Kugeln von Mirror Dance Act sind wieder da. Und sie behalten das Geheimnis, wie sie unter den spiegelnden Kostümen aussehen, weiterhin für sich. Passend zum Comeback gibt es One More Time von Daft Punk auf die Ohren. Das war es auch wieder. Das war die diesjährige TSG Sportgala. Das zweieinhalbstündige Programm hat auch diesmal wieder Oliver Lapaczynski zusammengestellt. Zum Schluss tanzen nochmal alle Mitwirkenden zusammen mit TSG Fuchs Hardy zu Don't Stop Me Now von Queen. Die TSG Sportgala auf RTF1 wurde Ihnen präsentiert von der Paul Horn GmbH.